Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, jetzt wollte ich die Folge trotzdem nicht nur dies, das, Ananas nennen, die letzte, und hab einfach beides gemacht. Was sagst du dazu? Ein Verräter in der Kolonie. Wer wird es sein? Vielleicht bin auch ich es. Aber ich habe kein Stück Fleisch verloren. Das Stück Fleisch war ja genauso groß wie ich. Ich kann es also nicht sein. Die Frage ist, kriegst du wieder mit, wenn Fleisch gedroppt wird, oder muss ich die jetzt aktiv Augen aufhalten? Und was wird der Verräter tun? Bis jetzt ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Vor allem, es wäre alles furchtbar, egal wer es ist. Ob man die auch so sehen kann, wenn die irgendwie was Doofes tun. Müssen wir mal ein Auge behalten. Woher weiß ich denn jetzt, ob die jetzt ein Verräter ist? Also woher würde ich das die werden ja jetzt verhört, ne? Aber gut, die war ja noch nie bei uns. Das macht also eigentlich keinen Sinn. Komm, erstmal wieder rekrutieren. Wir können ja jetzt Riker, der Riker hat ja Doppeljob. Können wir ihm einen Job wegnehmen? Praktischerweise. Als wäre es geplant gewesen. Haben wir nämlich genau dann so. Wir machen die Feldarbeit hier weg. Das heißt, sie hier kümmert sich komplett allein nur um die Tiere. Können wir dann auch direkt benennen. So, wen haben wir denn? ...0815, Michi. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, dass wir ihn schon hatten. Nichtsdestotrotz. Ist der Name ein bisschen abgeschnitten. Man kann es aber trotzdem erkennen. So, müssen noch zuweisen. Und wir haben eine neue Religion. Dann gucken wir uns die Religion mal an. So.
So, Blutsauger, Mensch hat Vorrang, Suprematist. Eine Vampirreligion. Kannibalismus akzeptabel, okay. Schon mal gut für mich. Organnutzung akzeptabel, das ist auch schon mal gut. Keine Waffendings, auch gut. Wäre eine Religion, mit der ich mich anfreunden könnte. Wir haben zwar keinen Vampir und eigentlich will ich auch nicht auf Vampir gehen, aber die anderen Sachen sind tatsächlich gut. Jäger ohne Fernkampf? Wieso bist denn du Jäger? So, jetzt haben wir aber 3 Therapeuten. Aber nicht genug Betten. Außer wir nehmen den Gefangenenraum wieder, ne? Ein Meisterwerk. So, das nächste Häuslein. Ist auch nochmal ein relativ großes Häuschen. Wird nochmal für ein Pärchen. Eine Skulptur? Nee, wir haben aber auch keinen Künstler mehr. Okay, wir müssen jetzt einmal Hygiene hier hinziehen. So, rüber mit dir. Klimatechnik. Strom. Wir brauchen mal mehr Pärchen hier. Aber hier bilden sich irgendwie keine. Könnte ein bisschen kalt werden da drin, oder nicht? Die Norm schon wieder. Die Norm braucht permanent hier Dings. Also wäre die Norm der Verräter, ne? Nehmen wir mal an, die Norm wäre das. Der wäre doch schon längst durchgedreht.
Ava unterrichtet. Avia unterrichtet immer noch. Ja, jetzt sind sie schon weg. Olaf 15 Michi nutzt jede Möglichkeit, überall zu pennen. Könnten jetzt auch Verdacht irgendwen natürlich festnehmen und dann versuchen zu befragen, aber bis jetzt verhält sich keiner komisch. Und was wird der Verräter denn überhaupt tun? Wird er uns irgendwann im Schlaf abmurksen? Was ist sein Ziel? Michi, dein Bett ist fertig. Wie sieht es mit der Forschung aus? Wir brauchen nämlich mal langsam den Multi-Analysator, wo wir hier noch die Wände für aufreißen müssen. Was wir noch gar nicht vorbereitet haben. Hey, Hauptsache ein Bauteil haben wir hier. Die Norm braucht schon wieder Therapie. Die Religion ist echt hier hart. So, wir können aber hier den Boden wieder hinmachen. Hier kommt nochmal eine Beleuchtung, also eine Laterne hin. Schön hier auf die Ecke. So, Dach. Dach, Dach, Dach. Haben wir halt hier so eine kleine dunkle Ecke. Da ist dann wahrscheinlich, wo der Verräter seine Pläne schmiedet. Also müssen wir die Ecke beobachten und gucken, wer da sich aufhält. Jeder meidet diese Ecke. Wir wissen ganz genau, warum. Sie haben Angst. Niemand weiß, wer der Verräter ist, nur der Verräter selbst. Niemand kann hier irgendwem trauen, deswegen bilden sich auch keine
Beziehung, weil stell dir vor, du bist dann mit dem Verräter zusammen. Wirklich niemand nutzt diese Ecke. Aha, Doom! Erwischt. Doom, willst du uns vielleicht was sagen? Alter, der kriegt Debuff wegen, weil wir die Kapsel hier haben. Ich kann die aber auch nicht demontieren. Sonst hätte ich die jetzt einfach demontiert. So. Wir stellen mal Gasmasken her. Ich glaube, ich habe auch gar kein Dings für Gasmasken gemacht, ne? So, was haben wir hier? Hier ist der Schildgürtel. Gunlink, Schutzhelm, Schutzjacke, Schutzhose, Schutzweste. Ich habe hier sogar gar nicht die Qualität angegeben. Nur bei dem hier. Ich habe auch noch mal nach dem Mending-Mod geguckt. Ist immer noch nicht geupdatet. Es gibt zwar eine geupdatete Version, aber die sind da ja dran am Arbeiten, deswegen gebe ich denen noch ein bisschen Zeit, solange es mir nicht so wichtig ist. So, hier kommen die Gasmasken rein. Kannst du zum Lager tragen? So, jetzt mal kurz gucken, die Gasmasken. Waren die nur für Soldaten? Also, Gasmasken bei Soldaten erstmal rein. Bei Berserker auch. Arbeiter. Bei Arbeiter habe ich es jetzt nicht drin. Dann lassen wir die bei Soldaten. Bei Soldaten machen wir, glaube ich, aber den Mundschutz dafür dann raus, oder? Na gut, wir lassen es erstmal. Was kosten die eigentlich zum Herstellen? Stahl und Sprit. Ja, es geht. Machen wir bei Soldaten den Mundschutz raus. Das machen wir auch bei Berserkern. Oh, bei Berserk haben sowieso keinen Mundschutz. Hatten Soldaten auch nicht. Das heißt, Doom wird der Erste und bis jetzt der Einzige dann mit einer Gasmaske sein. Aber dann kann man die dann besser unterscheiden. Das ist schon mal gut. Okay, der nächste Strang kann gebaut werden.
Oh, guck mal hier. Okay, jetzt zeig die ganzen Bauteile hin. Er hat gerade hier Bauteile reingetan und die wurden hier gemacht. Max, das ist verdächtig. Erschreckende Konstruktion. Die Energiezelle wäre praktisch. Aber 4 Tage Zeit, das zu bauen? Ne, 15 Tage. Ne, 29 Tage muss ich bauen. Wieso hat das 3 Sterne? Wieso hat das 3 Sterne und ich habe 29 Tage, das zu bauen und die Bestrafung einfach nur, wenn das in... Dass es 15 Tage lang nicht zerstört wird und selbst wenn es einfach nur 10 Punkte. Ja, wir machen das einfach. Das ist doch keine Aufgabe. Ist ein bisschen größer. Gut, das gebe ich zu. Gehen direkt wieder die ganzen Bauteile für drauf. Aber nochmal so eine Zelle bekommen ist auch Gold wert. Sagen, dann machen wir noch mal gerade einen Tragetag. Hauen den Reinigungstag damit rein. Krieg ich auch noch Esel. Wie viele? Die kann man bestimmt gut als Lastentier nutzen. Aber wir machen keine Karawanen. Erstmal weg. So, weil Tragetag, dann können wir nämlich hier schon mal Ressourcen reinmachen, damit Max es viel schneller bauen kann. So, die Wände machen wir aus Marmor. So, Wand aus Marmor, damit das haltbar ist. Die Türen machen wir auch aus Marmor. Also die Fliesen machen wir aus Sandstein. Den Tisch machen wir aus Holz. Die Normulau prügen sich. Warum? Quality Builder aus. Sarkophag Holz. Tür Marmor. Säule Holz. Dann haben wir alles.
Doom hat jetzt eine Gasmaske auf. Der rennt doch die ganze Zeit mit einem Buch rum. Sada, kümmere dich mal. Ja, nochmal ein guter Forscher. Mag keine Frauen, fühle ich aber trotzdem auch noch zu Frauen hingezogen. Wobei, könnte doch der Standard sein. So, einmal bitte retten. Der Esel dreckt trächtig. Nur wenn man sich nicht um den gekümmert hat. Wieso haben wir eigentlich so wenig Kräutermedizin? Weil nicht angebaut wird. Ach nee, weil die Kräutermedizin sich aufteilt. Ich hätte hier auch das Säure. Ach, habe ich schon, okay. Es muss auch gar nicht geputzt werden eigentlich. Beenden wir schon mal den Reinigungstag. Den Tragetag. Übrigens, Max. Du musst halt auch hier am Zaun bauen. Du baust ja gar nicht am Zaun. Kein Wunder. So, Tragetag können wir beenden. Genug getragen. Jo, nicht vergessen, ne? Wachstum, das Allerwichtigste. Ich muss auch dran denken. Tschö. Eine Ziernarbe. Verdächtig. Na toll, eine Wundinfektion.
Aber du wolltest ja gehen. Ich versuche dir aber trotzdem nochmal einen schönen Dandelion-Tee und einen schönen... Wie ist der andere Tee? Da haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Will sich keiner mal hier um Codex kümmern? Jo. Max? Schläft. Ich will jetzt keinen priorisieren, weil das ist ja keiner von uns. Und er will ja gehen. Deswegen will ich das jetzt hier nicht forcieren. Sollte er trotzdem hinkriegen, wenn er seinen Dandelion-Tee bekommt. Ich kann ihn auch gar nicht mehr nochmal... Ich habe dem ja die Operation gegeben. Ah, jetzt. Da war es gerade. Jetzt ist es weg. Verschwendet nicht so viele Bauteile, Leute, ne? Die Disruptor-Fackel. Unsichtbarkeit des Wiedergängers. Das heißt, wir können modifiziert die Wirbelsäule eines Wiedergängers und implantiere sie in einem Menschen, womit er sich kurzzeitig unsichtbar machen kann. Stell dir vor, wir hätten einen richtig krassen Berserker, der dann unsichtbar wird und dann von hinten so Schlitz! Kaputt geschlitzt. Da machst du nichts mehr. So, Schutzwesten wären jetzt auch mal schön. Uns haben zum Glück noch keine Mechanodruiden angegriffen. Das würde ich auch gerne vermeiden, deswegen gehen wir trotzdem mal auf EMP. Tage Zeit. Ich weiß nicht, warum das ein 3-Sterne-Dings ist. Das werde ich vielleicht sehen, wenn es fertig ist. Dann kommen die Gegner. Und dann werde ich merken, oh, das war ein Fehler. So, nochmal ein paar Neutro-Blumen. Und dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!